1700 Meter und Boxentüren auf für das Dr. Busch Memorial. Wer hatte den besten Start? King übernimmt direkt das Kommando mit Hot Team an der Innenseite. Außen Baris in zweiter, dritter Position. Also die Ausländer zunächst einmal vorne. Sibelius ist viertes Pferd. Dahinter Lacento. Dann sehen wir Noble Moon begleitet innen von Moonlight Man. Dann Man on the Moon. Vorletztes Pferd ist Nubbel und auf Warten geritten am Ende des Feldes. Da galoppierte Winterfuchs. So geht es in freier Galoppade die Gegenseite hinunter. King hat das Kommando. Führt vor Barisch an der Außenseite. Hot Team innen hat ein perfektes Rennen. Dahinter sehen wir dann Man on the Moon an der Außenseite. Lacento begleitet von Sibelius an der Innenseite. Moonlight Man, dann der Winterfavorit Noble Moon. Vorletztes Pferd bleibt Nubbel und letztes Pferd nach wie vor Winterfuchs. So geht es ausgangs der Gegenseite in den Schlussbogen bereits hinein. King zeigt den Weg mit einer Länge Vorteil vor Barisch. Dahinter die Dreiergruppe. Hot Team, Sibelius, Lacento. Dann sehen wir innen galoppieren Moonlight Man, außen begleitet von Noble Moon, dann Winterfuchs, der hat Boden gut gemacht vor Man on the Moon und vor Noble. Die Spannung steigt, 500 Meter noch im Dr. Busch Memorial. King lässt sich jetzt anfassen, außen Barisch, innen Hot Team, hinter einer Wand von Pferden, Sibelius, Lacento, Noble Moon, Man on the Moon, macht Boden gut mit Moonlight Man und ganz an der Innenseite Winterfuchs setzt jetzt nach, King ist aber immer noch vorne, King vor Barisch, Sibelius, Winterfuchs an der Innenseite, greift an von Noble Moon ist gar nichts zu sehen. Winterfuchs an der Innenseite mit Sibylle Vogt vom letzten Platz kommend. Winterfuchs geht nach vorne vor King und außen ist es Moonlight Man. Vorne Winterfuchs. Sibylle Vogt gewinnt dahinter außen Moonlight Man. Dann ist es King dahinter Sibelius. Dann Man, Noble Moon vor Barisch vor Man on the Moon, Noble Moon und so weiter und so fort. Aber Winterfuchs gewinnt das Dr. Busch Memorial für Carmen Bocskai und für Sibylle Vogt. So, als erstes hören Sie die Sirene der Rennleitung. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens. Werfen Sie keine Wettscheine fort, das sollten Sie grundsätzlich nie tun. Wir werden gleich mal nachfragen, ob es auch den Sieger betrifft. Also, vorläufiger Einlauf im Dr. Busch Memorial. Siegreich ist die 10, Winterfuchs, Sibylle Vogt. Zweites Pferd, die 6, Moonlight Man, Adri de Vries. Dritter, die 3, King, René Picholek. Und viertes Pferd, die 9, Sibelius mit Maxime Pecheur. Vorläufig 10,